Wir sind da heute beim gar nicht beim Innovation Day in Wieselburg, das ist mein Heimatort, wo auch unsere Firma ist. Und es sind wirklich Top-Produkte werden heute vorgestellt, mit wirklich den Neuigkeiten, wo geht die Richtung hin. Fonius, unser Hauptanbieter, ist auch da. Da freuen wir uns natürlich umso mehr, dass wir spezielle Fragen heute loskriegen. Und ja, gemütliche Atmosphäre, freut uns. Ich bin bei den Innovation Days von Kranich und ich finde das voll super, dass die jedes Jahr gemacht werden. Die Vorschau aufs nächste Jahr, die Neuheiten sind super, werden super präsentiert. Wirklich eine super Veranstaltung. Ja, wir fühlen uns geehrt, dass wir die zwei einzigen Frauen hier sind und dabei sein dürfen. Es war sehr spannend, oder Sandra? Also es war auch für uns sehr innovativ und informativ, sehr spannende Produkte, die nächstes Jahr herauskommen werden. Auch für uns als Baufirma, wir bauen Photovoltaik-Carports, war das ein oder andere Produkt dabei, was wir uns jetzt dann genau anschauen werden. Danke an Kranich für die Einladung zu diesem tollen Event. Ja, kurz nach der Mittagspause, gleich mal schon wieder am zweiten Tag. Vormittag war sehr spannend, viele neue Herstellerinfos. Freue mich schon auf den Nachmittag. Ja, hallo, ich bin der Lukas Büringer von der Firma EOC Energiekonzepte. Mir hat heute an der Veranstaltung gut gefallen. Also es sind eigentlich alle Hersteller vertreten, mit denen was wir normalerweise zusammenarbeiten. Die möchte ich mal kurz nennen. Das ist die Firma Fronius, das ist die Firma Solax und die Firma Hurwe. Also Fronius verwendet man großteils bei den Einfamilienhäusern, sage ich mal, und kleinere Betriebe. Solax verwendet man, wenn wir viel Notstrom brauchen an Leistung. Ja, das ist wie bei Feuerwehren, große Gemeinden und so Geschichten oder Firmen, da verwendet man dann Solax. Und bei reinen Großanlagen ohne Speichersysteme sind wir bei Hurwe daheim. Was mir sehr gut gefallen hat bei Fronius ist, dass jetzt endlich der Fernzugriff geht, dass wir die Einstellungen auch aus der Ferne machen können. Was ich auch schon gewartet habe, sind die Ladestationen, was jetzt kommen, die neue Serie. Vor allem die MED-zertifizierte, also dass man auch mit Firmen, also Abrechnungen saubere machen kann. Ja, bei Solax, die Informationen habe ich schon vorher gehabt, weil ich kurz vorher schon in Wien bei einer Schulung war. Also das war jetzt heute nichts Neues für mich, das habe ich schon alles gehört. Ja genau, und bei Hurwe tut es ja auch laufen, was da jetzt gut ist. Wo man möglicherweise auch bei den Einfamilienhäusern dann Hurwe verbauen werden ist, weil es jetzt einen dreiphasigen Notstrom auch gibt, den es vorher nicht gegeben hat. Ja, das war halt eigentlich alles, was ich zu dem heutigen Tag zu sagen habe. Es war sehr aufschlussreich und hat mir gut gefallen.